So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, wir wollen Truhen sammeln, unter anderem. Haben das letztes Mal im Wald der Crocs gemacht, da haben wir jetzt alle, ich brauche irgendeine Mission, wo uns Truhen fehlen. Okay, da fehlen uns keine, Gott sei Dank. Wo uns Truhen fehlen, wo ich aber sofort rankomme. Da fehlen, okay, da fehlen zwei Stück. Wahrscheinlich eine in Akala selbst und das dauert, um da reinzukommen. Aber eine scheinbar auch außerhalb. Da komme ich hoffentlich sofort hin und kann dann auch kontrollieren, ob es reicht, die Truhe zu sammeln, rauszugehen. Und die, dann habe ich die Truhe. Das müssen wir jetzt einmal testen. Schon bald mussten sie jedoch erkennen. Das müssen wir jetzt einmal testen. Ne? Einmal müssen wir das jetzt testen. Und, also wenn wir einmal versehentlich vielleicht nochmal den Ladebildschirm sehen. Nicht versehentlich, aber absichtlich. Aber dann haben wir es einmal getestet und wissen es für die Zukunft. Ne? Einmal muss das jetzt sein. Die Zeit muss man sich jetzt kurz nehmen. Aber nur, wenn es wirklich ganz schnell zu der Truhe hingeht. Wenn ich jetzt auch da wieder ewig brauche, um zu der ersten Truhe zu kommen, dann würde ich sagen, nee, spielen wir die Mission erstmal weiter. Und spielen sie auch zu Ende. Ist halt eine lange Mission, kann ich nicht ändern. So, okay, beide Truhen sind eingezeichnet. Aha. Beide sind im Schloss. Ja, damit hat sich meine Theorie erledigt. Wir müssen erstmal durchspielen. Es hilft nichts, I'm sorry. Es hilft nichts. Ich kann ja schauen, dass ich hier jetzt auch wieder meine Theorie verwende, ne, mit hin und her. Mit hin und her, Gedingse. Hä, hey, war hier nicht ein Wächter? Da taucht er erst später hier auf. Muss ich dann so einen verwenden? Ach so, muss erstmal den Typen besiegen, verstehe. So. Taucht jetzt hier ein Weg. Ah, da ist noch einer. So sehe ich das auch. Taucht jetzt hier der Wächter auf? Ich dachte, hier ist ein Wächter irgendwo. Ach, der Wächter! Den habe ich gar nicht mehr gesehen. So, ich wollte sagen, ich kann ja hier dann jetzt in dieser Mission auch die Variante nutzen, die Kollegen zu schicken. Das weiß ja mittlerweile, wie das funktioniert. Das hätte man schon viel eher nutzen können, dann wären viele Missionen viel schneller gegangen. Aber was soll's. Moin. Hier müssen wir es sowieso einnehmen, wegen dem Ding hier, ne? Ja. Dann nehmen wir jetzt gleich mal ein. Zack. Meine Festung. Mein Vorposten. Ja, jetzt müssen wir die Dinger aufladen. Dafür bin ich hier. Ja.
Und jetzt geht's ab. Wir haben doch schon eingeschaltet. Zack. Und ab in die Festung. Gut. Aber wie gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr aus der Mission raus, ne? Auf gar keinen Fall. Jetzt spiele ich die Mission natürlich zu Ende, weil wir sind jetzt so lange drin, wenn es jetzt nicht zählen würde mit den Kisten, wäre das ziemlich dumm, da rauszugehen. So, macht Uff. Hab ich doch. Warte mal. Ach ja, musste man nicht. Oh no. Yep, wir müssen den Wächter innen aktivieren und dafür mussten wir die anderen. Ja, genau. Impa, go. Hierhin. Mifa, go. Hierhin. Und ich go hierhin. So, Flammenborn aktivieren. Nummer 1. Wechsel zu Impa. Überlass das mir. Die ist jetzt erst hier. Oh Mann, ich hab dich doch da runtergeschickt, du lahme Ente. Lauf dahin jetzt. Dann gehen wir erst zu Mifa. Die ist nämlich da, wo sie sein soll. Oh, das ist so dämlich, wenn man das nicht weiß, dass man das beim ersten Mal spielen, ne? Dass man das alles mit Link abläuft, obwohl man die da hinschicken könnte. Und es geht so viel schneller und... Ah! Das hätte ich in so vielen Missionen machen können. So, aktivier das jetzt. So, hat's Impa mittlerweile geschafft. Oh mein Gott, die ist immer noch auf dem halben Weg. Alter. Sei halt noch langsamer. So. Und tschüss. Das hat nicht gereicht. Ah doch, es hat gereicht. Mit Stasis könnte ich. Und weiter. Seht her. Stabiler Angriff. So, weg damit. So, das war der hier. Fehlt noch der da unten. Ich kümmere mich darum. Welche Kräfte messen?
So. Link. Mifa, ich werde es versuchen. Wow, ich konnte nicht mehr wechseln, wurde einfach verprügelt. Stabil. Bin schon da, Gott sei Dank. So, mach auf jetzt. Den Käse hier. Genau. So. Los. Kiste, 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 Kiste. Na, wo ist der Chef? Da ist der Chef. Tschüss, Chef. So, Kiste. Wow. Na gut, aber damals habe ich halt auch noch nicht aktiv danach gesucht, ne? Eieiei. So, andere Kiste ist hier draußen. Ja, wie gesagt. Damals habe ich nicht aktiv danach gesucht. Müssen wir irgendeinen Stab aufladen? Jo. Dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Und tschüss. Alle anderen Stäbe sind voll, ne? Ja, okay. Easy. Gut, auf geht's. Ja gut, jetzt ist halt der Weg eh klar. Ich meine, ich kann Link hinschicken. Und wer ist denn da schon dort? Mifa ist hier. Impa ist... Nee, okay, gar keiner ist dort. Also muss ich mit Link hinlaufen. Ist jetzt auch nicht sonderlich weit. Weil jetzt geht's in der Festung noch nach oben und dann ist Schluss. Kriegen wir hin. Ich sehe richtig viel, aber es macht nichts. Es funktioniert. Ach so, der geht jetzt ja. Ja, ja, der geht ja. Ich brauche gar nicht weiterkämpfen. Ciao. Die muss ich besiegen, weil die Tür sonst nicht offen ist. Na ja. Ach ja, hier war ja ein Leune. Stimmt ja. Na, das hat ja gut funktioniert. Dachte, ich verprügel den mit der Kiste, aber hat nix. War nix. Es war eine Idee, aber es hat nichts gebracht. Wahrscheinlich wäre auch der Kampf schneller, wenn man die anderen mit herholen würde. Na, so im Sinne von, man kämpft zu dritt gegen den. Aber wie gesagt, wir sind hier eh gleich durch. Das ist jetzt auch egal. Alter, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Gib mir gerade nicht sonderlich viel Mühe bei dem Kampf.
So, tschüss. Flup. So, Tor ist offen. Abflug. Hier komme ich her. Was sagst du hierzu, Super? Hm, was meinst du? Tschüss. Ja, jetzt haut er wieder ab. Ja, lass ihn halt abhauen. Auf ihn anzuvisieren, ich weiß, dass er abhaut. Seht in jedem Winkel nach. Ja, nee. Übertreib halt, Zelda. Falsche Richtung. Hier hoch. Hier müssen wir hoch. Raus aufs Dach. Ach nee, ist nicht das Dach. Ja, ich bin schon hier. So, und tschüss. Super Mission. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, jetzt konnten wir leider noch nicht testen, ob es reicht, eine Truhe einmal einzusammeln, weil sie auch hier wieder erst im späteren Levelverlauf aufgetaucht sind. Ich gebe nicht auf. Irgendeine Mission werde ich finden, wo es funktioniert. Irgendeine Mission werde ich finden. EP beim Kombinieren. Nice. Nice. Jetzt habe ich gar nicht die anderen Sachen angeguckt. Muss ich darauf achten, dass ich das nicht verkaufe. Aber gut, wird nicht passieren. So. Jetzt können wir wieder Rüstungskürbis kaufen. Ausdauerhonig. Wie oft ich das noch verwechseln werde, weiß ich auch nicht. Ja. Und Spurtkarotte. Hm. Oh. Jetzt geht das hier. Ich gewinne wieder an Charme. Und hier den Honig. Wieso es denn immer nur dreimal gibt, ich verstehe es nicht. Gerade der, den wir so dringend bräuchte. Aber gut, so. Das war, glaube ich, alles, was wir kaufen wollten. Genau. Rückeroberung von Akala war das. Dann haben wir jetzt hier, haben wir alle Kisten. Sehr gut. Quelle des Mutes, da fehlt eine. Auch hier baut sich die Map nach und nach auf. Ich hoffe jetzt aber einfach mal... Achso, gerade Zelda kann ich natürlich hier nicht steuern. Es ergibt Sinn. Ich hoffe jetzt aber einfach mal... Ich möchte für alle nur das Beste. Das, ja, ist schön für dich. Dass wir gleich an die Truhe rankommen und ich es hier testen kann. Aber wir werden sehen. Aus den Aufzeichnungen ja, des Wächters. Ja, ja, ja. Wie alle anderen Bewohner. Ja, So sehe ich das auch. Oh, Mann, ey. Und dann habe ich trotzdem jetzt wieder nur drei Parts Hyrule Warriors aufgenommen. Nix mit I Wanna. Ich wollte auch wieder I Wanna aufnehmen, verdammt. Ah.
einfach nicht voran. Furchtbar. So, auf jetzt. Los. Ja, schöne, schöne Sequenz. Ganz toll. Zelda läuft durchs Wasser. Was? Okay, die Truhe ist da. Da komme ich sofort hin. Sehr gut. Dann wuseln wir da einmal ganz schnell hin. Gehen aus der Mission wieder raus und gucken, ob die Truhe eingesammelt ist. Ja, Zelda ist vom Training erschöpft. Das ist toll. So, hier. Zack, Truhe. Truhe haben wir. Wenn ich jetzt rausgehe, ist wahrscheinlich so, dass es vorbei ist, ne? Spielstatus wird auf den Zustand vor der Schlacht zurückgesetzt. Ich brauche eigentlich gar nicht überlegen. Ich habe die Truhe nicht. Wir werden es einmal austesten, aber ich habe die Truhe nicht. Brauche ich gar nicht überlegen. Wir müssen die Mission nochmal komplett spielen. Ärgerlich. Aber gut, dann ist es halt so. Müssen wir alle Missionen echt nochmal neu spielen. Wo die Truhen fehlen. Ja, stabil. Okay. Also einmal durch. Einmal durch. Ich habe jetzt hier halt nur Mipha, um sie loszuschicken. Ich kann andere nicht losschicken, das ist ein bisschen ärgerlich. Weil es hier doch wieder mehrere Orte gab, wo man hin konnte und hin musste. Aber gut, zumindest einen kann ich dann immer Mipha überlassen. Also was soll's. So. Ja, Zelda läuft immer noch durchs Wasser. Was? Was? Und tschüss. Zack. Und tschüss. Zack. Und tschüss. Zack. So, jetzt ging es doch weiter, dass man da in die drei Ecken musste, ne? Ja, genau. Okay, also, Mipha, du gehst nach da. Und ich geh jetzt erstmal da, wo die Truhe ist, bevor ich das nämlich vergesse. Das wäre sehr ärgerlich. Wenn ich die Truhe vergessen sollte. Das wollen wir nicht. Oh, Oktrok brauchen wir. Ganz vergessen, wir brauchen Oktrok-Ballone. Gib mir Oktrok. Oh, das ist ein Auge. Ich will einen Ballon. Och, komm schon. Nicht ganz, wo ich hin wollte, aber ist okay. So, jetzt aber. Die Maximuschel. Moin. Und tschüss.
Das war Nummer 1. Ach so, jetzt kann ich... Ah, ich bin klug, passt auf. Ich wechsle zu Mipha. Und während Mipha kämpft, läuft Link hier hin. Überlasse das mir, Link. Ich beschütze alle. Allerdings wird Mipha nicht so lange kämpfen, als das Link bis dahin braucht. Man sieht es ja auf der Karte, ne? Der gelbe Pfeil setzt sich in Bewegung. Aber Mipha hat es jetzt schon geschafft. Also viel hat Link jetzt auch nicht zurückgelegt. Viel hat Link jetzt auch nicht bisher hier zurückgelegt. Aber ist okay. So. Wir wechseln wieder zu Link. Naja, er ist zumindest schon mal hier. Das ist ja auch was. Ganze 5 Sekunden Laufweg oder so haben wir jetzt uns erspart dadurch. So. Geht mir alle aus dem Weg. Tschüss. So soll es sein. So, das war die Nummer. Sind hier noch irgendwelche Kisten zu mitnehmen? Also so Kaputtmachkisten? Nö. Okay. Dann fängt jetzt wieder die Flucht an aus dem Wald. Wir müssen Zelda eskortieren. Wir müssen die Baumstämme fällen und so weiter. Ah, euch nehme ich mit. Gebt mir Ballons. Tentakel. Danke für nix. Bin ja da. Und tschüss. So. Das war dann die Nummer. Ich kämpfe einfach mal weiter, bis die Story sich entscheidet, fortzusetzen. Danke. Okay. Mipha. Nach da. Ach nee, das ist einfach das Ziel, ne? Da müssen wir hinkommen. Ja, moin. Dann sollte Mipha eher hier bleiben. Das ist einfach das Ziel, wo wir hinwollen. Das ist kein konkreter Punkt. Kann ich den schon umschmeißen jetzt eigentlich? Nee, natürlich noch nicht. Weil darf ich noch nicht. Ah, jetzt darf ich ihn umwerfen. Toll. Vorher war es noch nicht möglich. Ah, Mann, ey. Als ob der Baum jetzt anders reagiert, nur weil man jetzt erkennt, dass es möglich ist, ihn umzuwerfen. Hey.
So, anderer Baum muss noch gefällt werden. Geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt müssen die nämlich so einen riesigen Weg außenrum gehen. Das ist jetzt natürlich der größte... die größte Erleichterung überhaupt. So, komm, ich scheiß drauf. Zelda sieht gar nicht gut aus. So. So soll es sein. Ah, den auch noch. Hm. Ist Mifan eher? Ich bin direkt dort, okay. Wogegen habe ich denn jetzt geworfen? Wo ist Mifa eigentlich gerade? Ah, okay. So, da kann keiner drüber klettern. Es ist komplett unmöglich. So, don't mind me, just destroying some chests. Ja, hab das jetzt gelabert, hab das jetzt, sind wir jetzt mit dem Gelaber durch, können wir jetzt weitermachen. Yay. Nee, da unten nach jemanden da unten schicken ist Quatsch. Ich muss jetzt erst hier rein. So, das war die Nummer. Ah, da ist noch einer aufgetaucht, okay. Dachte schon, es reicht an der Stelle, aber es reicht nicht an der Stelle. So, verzieht euch. Dankeschön. Ja, moin. Mifa kämpft hier schon fleißig. So, hier. Abflug. Kollege. Ah, da unten muss ich noch hin, okay. Kuckuck. So, na dann weiter. Es ist aber auch wieder nur... Nee, es ist, zeigt Zelda an und es zeigt... Ja. Tschüss. Schreite sie voran. Oh.
Dann ebenso. So. Wie bitte? Aber den Part kann man jetzt, glaube ich, wirklich als Truhen-Part bezeichnen. Ne? Wir haben eigentlich fast nichts anderes gemacht, als Truhen zu sammeln. So, wie ging das jetzt hier nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Musste ich da irgendwas tun oder ging das automatisch? Untersuche das Relikt. Ja, ich bin doch da! Ja, ich untersuche. Wow. So, Endkampf. Na komm. Was? Na guck mal, plötzlich steht er hier. Kein Interesse. Wir kaufen nix. Nein, ich bin zu niedrig. So geht's auch. Kaufen immer noch nichts. Machen Abflug. Und tschüss. Naja, dadurch, dass wir die Missionen halt nochmal komplett spielen muss, dauert es halt trotzdem ewig. Aber immerhin muss ich nicht mehr suchen, sondern kriegt die Kultur direkt eingezeichnet. Das ist doch schon mal was. No. Link, please. Muss nur aufpassen, dass ich keine EP-Kram verkaufe. Na, das ist immer gefährlich. So wie jetzt. Mifa hat so ein EP-Ding. Und zwar irgendeins hier. Wo ist das Ding? Das da darf ich nicht verkaufen. Hat das irgendeinen speziellen... Sieht es irgendwie speziell aus? Nein, man kann es einfach nur lesen, wenn man da drauf geht. Okay, ansonsten hat es keine spezielle Wirkung, wenn man das nicht sieht. Okay. Gut, aber dann kann ich hier... Kann ich einfach wild verkaufen. Gut. Dann leveln wir jetzt mal ganz kurz Mifas Waffe mit dem EP-Ding, bevor ich das irgendwann versehentlich verkaufe. Das möchte ich nicht. Und haben jetzt hier auch alle Truhen. So, einmal ganz schnell Waffe leveln. Das ist es, ne? Nee. Das ist es. Aber auch beim Waffeleveln sieht man jetzt nicht, dass es ein spezielles Symbol hat. Erst wenn ich drüber fahre, sehe ich, dass es blinkt, ne? Das ist das Einzige, wo es dann halt blinkt. Aber so von selbst sieht man es nicht.
Könnte man das sortieren nach dass es das als erstes anzeigt? Ich probiere es mal aus. Dass es nach EP vielleicht sortiert wird? Das ist die Waffe. Aber alle anderen Level weniger. Nee, das ist jetzt nach Waffenart sortiert. Naja, das ist nach Waffenart sortiert. Ja. Das ist einmal nach Waffenart sortiert und einmal nach Angriffsstärke. Ja. Ja, das nützt mir nichts. Okay. Scheiß drauf. So, aber dann haben wir das gleich mal eingepfercht. Dann passt die Geschichte. Dann kann ich die jetzt nämlich, wenn ich versehentlich, dann kann ich die gar nicht versehentlich verkaufen. Ne? Darum ging es mir jetzt. Okay. Okay, so. Da können wir was machen. Ah, die Ockdruck-Dinger haben wir jetzt. Ach, ich brauchte gar nicht... Ich bin dumm, ich brauchte gar keine speziellen Ockdruck-Teile, ich brauchte einfach nur die Urkunden. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles in Ordnung, umso besser. Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon. So. Ausdauerhonig, zack. Fehlen immer noch 3 Millionen. Okay, aber das war jetzt wirklich ein reiner Truhenpartner. Wir haben die Akala-Truhen gemacht. Die Akala-Truhen haben wir gemacht. Und die Quellen des Mutes-Truhen. Na, ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Also den kennzeichne ich auch wieder als Truhenpart. Weil das ist... Was wir sonst gemacht haben, ist minimal. Das braucht man nicht erwähnen. Und tschüss.